Streetfood und Berlin, das passt zusammen. Sternredakteurin Silke Müller hat für sie Berlins Streetfood-Szene getestet. Drei Adressen für gutes Essen, die sie in Erinnerung behalten sollten. Tipp Nummer 1. Der Prinzessinnengarten in Kreuzberg. Der Ort für einen gesunden Mittagsimbiss. Seit Sommer 2009 betreibt ein Non-Profit-Unternehmen diesen urbanen Garten. Hier gibt es Workshops, Flohmärkte und ein Café. Fürs Essen ist Koch Pierre zuständig. Jeden Mittag zaubert er ein Gericht zum Festpreis von 5,50 Euro. Alle Zutaten kommen entweder direkt aus dem Prinzessinnengarten oder von einem regionalen Direktvermarkter. Alles Bio. Heute hat Pierre Reis mit Gemüsecreme gekocht. Das war sehr lecker, vor allem die gegrillten Zucchini dazu. Und ich kann mich kaum noch bewegen, so satt bin ich. Es war sehr reichhaltig. Das Einzige, was heute noch geht, ist diese wunderschöne grüne Kresse aus dem Prinzessinnengarten. Vom Landflair im Prinzessinnengarten geht es asiatisch weiter. Das Ma ist Berlins Gourmet-Imbiss für koreanisches Barbecue. An den Stahlpfannen stehen die Brüder Lächle. Zwei Jungs, halb Koreaner, halb Deutsche. Es ist pikant mariniertes Hähnchenfleisch, das wir ganz scharf anbraten auf einer ganz heißen Stahlpfanne. Und da sind unsere hausgemachten Soßen drauf, alle nach Rezepten von unserer koreanischen Oma. Das Ma befindet sich am Columbia-Damm, nähe Tempelhofer Feld. Ganz knackig, säuerlich, scharf und lecker. Tipp Nummer 3. Die Markthalle 9 in Kreuzberg. Donnerstags ist hier Street Food Thursday. Ein ganz neuer Trend. In Berlin gibt es bereits mehrere Streetfood-Märkte. Aber die Markthalle 9 ist die Keimzelle. Von 17 bis 22 Uhr trifft sich hier die halbe Stadt. Dazu Nachbarschaft und ein paar Touristen. Silkes ganz spezieller Tipp: Das Cidre-Steak bei Sydney Christiansen. Das sieht fantastisch aus, was Sie hier zubereiten. Was ist das? Das ist ein Hausrezept. Es heißt Cidre Steak. Das ist ein Spiel von einem französischen Bistro-Gericht. Heißt Steak Frites. Also Steak mit Pommes. Genau. Ob Prinzessinnengarten, koreanisches Barbecue oder die Markthalle 9. Berlin beweist, dass es nicht nur die Partymetropole ist, sondern auch die Hauptstadt der Streetfood-Szene.